Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wir schauen mal eben bei den Aufgaben. Genau, von Simba wäre die nächste jetzt noch frei. Nala konnte ich leider noch nicht leveln, ich hatte noch keine Zeit. Aber ich hoffe inständig, dass ich heute Nachmittag ein bisschen Zeit habe. Im Moment ist alles noch drüber und drunter und ich muss noch die ganzen Folgen wieder ein bisschen vorarbeiten, die ich dann für die Woche brauche. Moment, Nala habe ich gefunden. Achso, der ist hier drin. Stimmt, wir haben noch nie den Felsen betreten. Der sieht aber gar nicht schlecht aus. Kann ich mit dir sprechen? Ja, ja, deswegen bin ich hier, deswegen bin ich hier. Aber wir schauen noch mal kurz in den Ecken. Hier irgendwo, aber glaube ich nicht, ne? Hier irgendwo was ist. Okay, Simba, dreh dich mal um. Moment, so, dass wir dich sehen können. Hi Gameplayerin, ich hatte gehofft, du könntest mir bei etwas helfen. Ich möchte die Bewohner des Tals zusammenbringen. Klar doch, lass uns loslegen. Danke, aber weißt du, Nala und ich wollen zwar beide dem Tal helfen, aber wir sind uns nicht einig, wie wir das am besten anstellen. Sie sagt, dass irgendwas daran, wie der ewige Kreis des Lebens funktionieren sollte, nicht stimmt. Vielleicht, dass man andere Leute aufisst. Also andere Tiere in dem Fall. Aber ich habe das Gefühl, es geht ihr eher um Gemeinschaft. Gemeinschaft, das würde Sinn ergeben. Ich wusste, dass du das verstehen würdest. Ich erkläre dir meinen Plan. Als ich ein Baby war, haben sich alle Tiere des geweihten Landes für eine Feier am Königsfelsen versammelt. So etwas würde ich hier gerne machen. Bring alle in deinem Reich zusammen. Aber wenn wir das tun, müssen wir es gut organisieren. Es ist immer schöner, wenn es etwas zu essen gibt. Ich wette, Remy hätte einige leckere Speisevorschläge. Ich werde ihn fragen. Gute Idee. Ich bin beeindruckt. Erstmal umswitchen hier. So, okay. Also, wir müssen mit Remy sprechen. Der dürfte wahrscheinlich wie immer in seinem Restaurant sein. Ich denke mal. Ich kann da gerade nicht sehen, weil so viele Leute drin sind. Aber ich gehe mal stark davon aus. Irgendeiner muss sich ja darum kümmern, dass das Restaurant läuft. So. Remy. Wo bist denn du? Da. Hallo. Hallo, Remy? Kleiner? Bonjour. Bonjour. Die große Zusammenkunft ist das, genau. Mhm. Ah, Gameplayerin. Was hast du heute vor? Simba will eine Zusammenkunft abhalten und ich will ihm etwas zu essen bringen. Ich möchte etwas, das man einfach essen kann. Genau. Das perfekt für eine große Gruppe ist, das nach Spaß schreit. Nein, muss natürlich für die Gruppe sein. Okay, wir brauchen also einen riesigen Teller voll mit Essen, das auch ein Löwe essen kann. Oh, ich hab's. Eine große Meerfrüchteplatte wäre perfekt. Hier ist das Rezept, falls du noch immer nicht weißt, wie man sie zubereitet. Hallo? Erstens weiß ich das und zweitens, warum kommt das Rezept jetzt erst so spät? Danke, Remy. Und als Nachtisch gibt es nichts Besonderes, nichts Besseres als einen gigantischen Kuchen. Ich habe mal einen gemacht, der toll dafür gewesen wäre, aber ich habe das Rezept dafür noch nicht gefunden. Ich erinnere mich, dass man dafür Eier, Milch, Früchte, Weizen und etwas Süßes brauchte. Eier, Milch, Früchte, Weizen und was Süßes. Vielleicht kannst du die letzte Zutat finden. Ah, so, steht sogar da oben. Das ist gut. Ich dachte, ich muss jetzt hier die ganze Zeit so Eier, Milch, Weizen, Früchte und was Süßes. Okay, nein. Eier, Milch, Weizen, Früchte und was Süßes. Eier, Milch, Weizen, Eier... Weizen, Milch, Früchte und was Süßes. Ja gut, als Frucht könnten wir ja... Ich gehe schon in die falsche Richtung. Ne? Als Frucht könnten wir theoretisch... Hoppala, einen Apfel nehmen. Und was Süßes, da könnten wir theoretisch... wie heißt das jetzt? Zuckerrohr. Ja, eigentlich könnten wir Zuckerrohr reintun, oder? Ich habe total vergessen, mein Inventar zu leeren. Oh, Mist. Au, oh, wow. Auroras Kuchen. Ja, der sieht ja mal geil aus.
Ja, und das andere war die, ich weiß nicht mehr, normale? Nee, große Hallo? Meeresfrüchteplatte. Große Meeresfrüchteplatte. Das ist doch, das war doch die, die ich kenne, oder? Ja, doch, klar. Ja. Ich wusste, dass der das jetzt wieder reintun würde. Aber theoretischerweise können wir doch stattdessen auch eine Muschel reintun, oder? Zumindest laut dem oben. Ach, ja, ist ja gut, ich hab's vergessen. Knoblauch, ja, davon tun wir das mal erstmal weg hier. So, Hilfst du jetzt mir mal aber. kurz? Nee, kann ich leider nicht. Es tut mir leid. Jetzt haben wir die Sachen tatsächlich weggeworfen, oder was? Ah, nee, hier vorne stehen sie jetzt. Okay. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen erstmal das Inventar leer machen. Oh, ich bin wieder so mega gut vorbereitet heute. Also ihr merkt schon, ich hetze von einer Aufnahme zur anderen und habe noch nicht mal die Zeit, irgendwo ein bisschen was einzusammeln, geschweige denn irgendwas wegzutun in der Offline-Zeit. Es ist grauenhaft im Moment. Ach so, Moment, ich hatte auch Äste noch dabei. Das heißt, die können wir direkt schon mal hier reintun. So, die. Dann haben wir schon mal wieder vier frei. Haben wir auch Erde dabei? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Haben wir überhaupt noch irgendwas? Doch Kohle haben wir noch einmal. Kohle und Sand. Ich dachte, den Sand haben wir letztes Mal schon weggetan. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass wir so viel wieder dazu bekommen haben. So, dann waren da auch noch ein paar Pflanzen bei, habe ich gesehen. Die tun wir auch mal direkt weg. Haben wir hier irgendwo Platz dafür? Und dem nächsten vielleicht. Ich gucke auch gar nicht mehr. Also ich klicke einfach nur noch durch. Das ist ehrlich gesagt schneller, als wenn ich da jetzt erstmal gucke und dann habe ich da Platz für. Und ja. Gut. Moment. Dann schauen wir hier auch nochmal eben nach. Ach so, nee, das ist ja eine Aufgabe. Ein bisschen aufgerissen, als hätte ein Waschbär versucht, sie zu öffnen. Okay. Ja gut. Die Scherben gehen nach unten. Das können wir hier oben noch reinlegen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wo. Ach so, nee, Zwiebeln hatte ich nicht. Knoblauch hatte ich, ne? Da können wir es noch reinlegen, genau. Jetzt muss ich überhaupt erstmal gucken. Moment, das haben wir, das haben wir. Die habe ich überflüssigerweise, aber ich glaube, die hatten wir auch schon voll, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Vanilleeis haben wir, glaube ich, extra für Nala gemacht. Genauso wie die Kekse, die haben wir auch für Nala gemacht. Die Fische könnten wir allerdings wegtun. Moment, erstmal machen wir das hier rein. So, Tomaten hatten wir doch, glaube ich, auch dabei, oder? Hatten wir nicht dabei. Okay, dann nicht. So, Knoblauch. Knoblauche. Fische weiß ich jetzt natürlich nicht genau, welche wo reinpassen. War das der letzte Fisch? Ja, den Hummer brauche ich ja noch zum Verfüttern im Endeffekt. Okay, dann haben wir das erstmal. Die Eier, würde ich jetzt sagen, dass wir die erstmal drin lassen. Jetzt schauen wir mal kurz. Hier dürfte alles voll sein, genau. Also sind das die? Ja, das sind die. Das heißt, die sind auch voll. Die Blaubeeren sind auch voll. Wieso habe ich die denn überhaupt? Ich habe sie nicht eingesammelt. Das verwirrt mich ein wenig. Okay. Da war das drin. Was war denn hier drin? Waren da auch noch Fische drin? Nee. Dann müssen wir gucken, dass wir den Rest einfach mal hier reintun. Seetang sowieso. Die Muscheln, da habe ich noch was Eigenes für. Und die Eier, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich tue mal. Ach so, nee, Moment, das sind jetzt nur die Muscheln. Das wäre vielleicht nicht so clever. Das war der falsche. Und ich würde sagen, da tun wir einfach mal die Eier rein.
Sind das verschieden? Ah ne, das sind 50 deswegen. So, dann haben wir die für die Quest. Das ist jetzt vorübergehend für die Quest. Das und das haben wir auch noch für die Quest. Oh je, oh je. Achso, genau. Und das hier haben wir auch noch für die Quest. So, das heißt, das haben wir, glaube ich, extra hergestellt. Ah, die Kakaobohnen, die können wir aber nochmal eben reintun, damit wir noch ein bisschen mehr Platz haben. So, und die Scherben tue ich auch unten rein. Und dann ist das erstmal für mich erledigt hier. So. Bring Simba die Gerichte. Wenn ich jetzt weiß, wo Simba ist. Ist er noch da? Er ist noch da. Sehr schön. Da steht er auch schon. Okay. Ich habe sowieso schon so einen großen Hunger. Und jetzt reden wir die ganze Zeit von Essen. Das ist unfair. Hey, hallo. Dein Essen sieht wirklich lecker aus, Gameplayerin. Mir läuft das Wasser im Maul zusammen. Aber wir müssen uns noch überlegen, wen wir zu unserem Treffen einladen wollen. Vielleicht beginnen wir am besten mit dreien, zu denen die anderen aufschauen und denen sie folgen. Wir sollten jemanden einladen, mit dem man Spaß haben kann. Meinst du Goofy? Wenn er da ist, passieren immer lustige Sachen. Er erinnert mich ein bisschen an Pumba. Okay, wer noch? Wir sollten jemanden einladen, der so nett ist, dass sich alle wohlfühlen. Na, das klingt nach Minnie. Sie ist immer sehr nett zu allen. Okay, wer noch? Wir sollten jemanden einladen, der ein Held ist und viele Geschichten erzählen kann. Vielleicht Maui? Achso, ich dachte jetzt erst an Buzz Lightyear. Einige seiner Geschichten sind sogar auf seiner Haut tätowiert. Er ist sehr beeindruckend. Ich glaube, wir haben die perfekte Gästeliste. Ich werde die Einladung für dich überbringen. Überleg du dir, wo wir das Treffen veranstalten. Bis nachher. Danke. Gerne. Warum knurrst du mich denn so an? Okay, Goofy. Warte mal, Maui ist hier. Minnie ist am Essen. Goofy habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. So, Maui. Ich bin wirklich erleichtert, dass es hier so viele nette Leute. Du bist hier. Gut, wir müssen weiter. Hey, Gameplayerin, brauchst du heute irgendwas, das gerettet oder bekämpft werden muss? Simba möchte ein Treffen veranstalten. Er hätte dich gerne dabei, damit du den Stress bekämpfen kannst. Ja, ich weiß nicht. Stress? Von diesem Monster habe ich noch nie gehört. Nur Spaß. Ich verstehe schon. Klingt nach einer tollen Zeit. Ich werde da sein. Gern geschehen. Ja, kein Thema, danke. Und gern geschehen und überhaupt. So, Minnie, bist du noch hier? Goofy ist übrigens auch noch hier. Das ist super. Mir gut, dass du hier bist. Ja, ne? Hallo, Gameplayerin. Ich bin so froh, dich zu sehen. Oh, hallo, Gameplayerin. Du siehst aus, als wärst du auf einer wichtigen Mission. Simba möchte dich zu einer Zusammenkunft einladen. Das ist ein Fest für uns alle. Wie nett von ihm. Wie kann ich helfen? Sei einfach du selbst. Es wird perfekt sein. Das ist sehr nett von dir. Sag Simba, dass ich mit Vergnügen kommen werde. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, mitschleifen. Der kam sehr flach, Minnie. Der kam sehr flach. Goofy? Hallöchen. Hallo, Gameplayerin. Was führt dich her? Simba organisiert ein Zusammentreffen, um die Dorfbewohner zu versammeln. Er möchte, dass du auch kommst, weil du cool bist. Hui, das ist aber lieb von ihm. Gute Idee. Wir sollten mehr zusammen feiern, wenn du mich fragst. Wir sehen uns. Jo, kehre zu Simba zurück. Der läuft immer genau in meine Richtung, wenn ich rübergehe. So. Scheinbar läuft er sowieso immer die gleiche Strecke ab hier. Ich möchte immer noch gerne eine Sprinttaste haben. Es ist so doof, wenn man die ganzen Spiele im Moment spielt, wo man am Sprinten ist und schnell wegrennen muss und sowas. Und dann läuft man hier durch Disney Dreamlight Valley. Ja, ich kann halt nicht schneller. Danke, Gameplayerin. Jetzt haben wir die Verpflegung und die Gäste. Ich würde sagen, es kann losgehen. Ich habe versucht, einen geeigneten Ort für das Treffen zu finden, aber es ist dein Tal.
Hier entscheidest du. Ich würde sagen, direkt vor dem Felsen, oder? Gut gemacht. Kein Thema. Stellen wir ja einfach direkt vor dem Felsen auf. Aber ein bisschen schöner. Moment, so, so. Naja, es ist... So. Naja, was soll's. Juhu! Moment. Wir müssen T drücken. Können wir auch noch so ein bisschen von oben? Ja. Und... Aber da gucke ich jetzt so doof. Ach nein. ich glaube, wir müssen das leider nehmen, weil ich da besser gucke. Schade. Aber okay. Ja, nein. Nein, das wollen wir nicht. Nein, wollen wir nicht. Ich habe gerade so schön geguckt. Komm, lächel nochmal. In die Kamera. Na, na? Oh, Goofy, mach das nochmal. Ja, das sieht aber doch schön aus, finde ich. Das sieht doch schön aus. Das nehmen wir. Also, das sieht schön aus, weil ich da gerade gut gucke. Kann ich mit dir sprechen? Wen soll ich jetzt... Moment, Mini, das ist eine andere Quest. Bleibst du mal hier stehen? Hallo, Simba. Simba, bleibst du mal stehen? Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Genau, ich bin schon die ganze Zeit da, aber egal. Gameplayerin, das Treffen war ein voller Erfolg. Alle waren wirklich in Hakuna Matata-Stimmung. Aber Nala war nicht da. Wir sollten nachschauen, wie es ihr geht. Sie will dir wahrscheinlich sagen, dass du recht hattest, Okay, was glaubst du, was sie sagen wird? Ja, ich sag mal, sie will dir wahrscheinlich sagen, dass du recht hattest, keine Ahnung. Nein, es geht nicht darum, recht zu haben. Ich glaube, unsere Ideen könnten beide dem Tal helfen. Ach so, wegen dem... Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe, dass sie es auch so sieht. Keine Sorge, ich begleite dich. Mach's gut. Hallo? Ich soll doch begleiten? Hey Nala, Gameplayerin und ich haben dich auf der Party vermisst. Party? Simba, wir wollten uns doch treffen, um Essen zu finden. Oh nein, war das etwa heute? Ja, ich weiß ja, dass du ein Treffen veranstalten wolltest, aber du hattest auch versprochen, mir zu helfen. Es gibt noch mehr. Einige meiner Erinnerungen an das Tal sind zurückgekehrt. Mir ist wieder eingefallen, dass du hier eine besondere Rolle gespielt hast, Simba. Wir sollten herausfinden, welche. Sonst werden hier weiter schlimme Dinge passieren. Es tut mir leid, Nala. Ich habe es vergessen. Du hast recht. Wir sollten herausfinden, was deine Erinnerung bedeutet. Oh, es tut mir so leid. Ich habe völlig vergessen, dass ich heute Nala helfen sollte. Ich muss es irgendwie wieder gut machen. Und ich frage mich, was sie damit meint, dass ich hier eine besondere Rolle gespielt hatte. Ja, es scheint, dass ihre Erinnerungen zurückgekehrt sind, als sie nach Essen suchte. Vielleicht kommen deine ja auch zurück. Es scheint Nala wirklich wichtig zu sein. Ha. Das ist es. Sie möchte dafür sorgen, dass alle Tiere im Tal genug zu essen haben. Vielleicht hat Nala recht und irgendwas stimmt nicht daran, wie der ewige Kreis des Lebens funktionieren sollte. Ja. Bitte friss die Tiere nicht. Genau, es klingt, als hätte sie recht. Ja, wenn manche den ewigen Kreis des Lebens nicht verstehen, können schlimme Dinge passieren. Nala macht sich Sorgen, dass die Kaninchen nicht genug zu essen haben. Goofy hat gesagt, dass sie Karotten mögen, aber vielleicht sollten wir Karotten pflanzen, um sicher zu gehen. Wir können noch mehr tun. Ich werde auch einige Tiere im Dorf füttern. Gute Idee. Aber bei einigen der Tieren ist es nicht so einfach, sich ihnen zu nähern. Ich kenne die meisten Tiere. Soll ich dir ein paar Tipps geben? Nein, ich weiß Bescheid. Los, gehen wir die Tiere füttern. Okay. Falls du es dir anders überlegst, kannst du mich jederzeit fragen. Genau, beide erstmal brüllen. So, füttere einige Tiere im Tal. Pflanze und kultiviere Karotten auf der Wiese. Hallo? Kann ich Scar auch füttern?
Er ist doch auch ein Tier hier. Achso, auf der Wiese. Moment, jetzt bin ich ins Tal. In Hauptplatz am. Ja, das sind. Aber das sind ja keine. Ich wollte gerade sagen, das sind doch Karotten, aber das waren natürlich keine Karotten. Das waren ja. Ja, wo mache ich die denn jetzt noch hin? Das ist eine gute Frage. Achso, ich habe gar keine Karotten jetzt überhaupt. Das muss man auch noch machen. Konnte ich bei ihm welche holen? Ja. Hallo, Kumpel. Also, dann nehmen wir mal 9, glaube ich, ne? Yay! Oh. Brauchst du etwas vom Markt? Dann komm einfach zu mir. Ja, ja. Also, ich denke mal, mit kultivieren meinen die jetzt einfach nur so viel wie... Das war doch die falsche. Einfach nur so viel wie, man soll die pflanzen und ernten. Ich weiß es nicht genau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da. Ach so, nee, Quatsch. Ach, was mache ich denn? So lange nicht mehr gespielt, ich merke das schon. Ach, so. Also. Bau 5 Gemüse an. Das ist toll. Das machen wir aber nicht wegen dem Gemüse. So, einmal gießen. Zack. Das heißt aber, ich denke mal, dass das dann erst funktioniert, wenn die wirklich groß sind. Füttere einige Tiere im Tal. Oh, Moment, das machen wir mal kurz weg hier. Oh, wenn ich mal eben was kurz wegmachen will, ne? Ist das euer Ernst? Leute. Das war das Letzte, ne? Sind hier keine Hasen? Hallo? Oh, Junge! Ein Ei. Ein Osterei. Heißt das, dass hier irgendwo in der Nähe eventuell auch noch so ein Dings liegt? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil wir suchen ja nur noch einen. Ach so, einige Tiere füttern ist auch gut. Haha. Ich habe Blaubeeren, die könnten wir nehmen. Karotten habe ich im Moment nicht. Sollte ich aber vielleicht mal eben 3 holen. Bei 3 Hasen werden wahrscheinlich heute nicht dabei sein. Hallo, Kumpel! So, aber es können halt grundsätzlich nicht mehr als 3 Hasen auf der Wiese sein, deswegen. Wobei ich vermutlich keinen einzigen finden werde, so wie es aussieht. Dann würde ich glatt mal behaupten. Ach, was sind die? Die essen Seetang, ne? Die. Die Schildkröten. Ja, natürlich finde ich jetzt keinen einzigen Hasen. Das war ja klar. Ich hole mal eben den Seetang wieder zurück. Obwohl, eigentlich ist es ja egal, ne, was man denen füttert. Ich denke mal, dass man alles abgeben kann. Das war jetzt natürlich doof, dass ich jetzt gerade Karotten geholt habe. Sonst sieht man den ganzen Tag lang überall... Ah, da hinten ist einer. Überall Tiere, wollte ich gerade sagen. Und wenn man dann mal eins sucht, dann ist keins mehr da. Hallöchen. Komm raus. Geht doch. So, ich habe genug Blaubeeren. Nimm mal da welche von. Ah, okay, wir müssen wirklich die Sachen nehmen, die den Tieren gefallen. Na gut. Nee, dann in dem Fall muss ich dann Seetang holen. Ah, das ist doch doof. Wenn da steht, fütter die Tiere, heißt das für mich, fütter die Tiere. Und ich fütter die Tiere mit ihrer Leibspeise. Aber na gut. So. Dann holen wir den Seetang jetzt wieder, den wir gerade erst weggetan haben. So. Das sind ja höchstens 3 Stück.
Ich hoffe, das war jetzt auch noch richtig, dass die Seetang essen. Wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. So, dann gehen wir mal dahin, weil die sind da ja eigentlich in der Nähe. Ich bin auch gerade... Was leuchtet denn hier so schön? Ich bin auch gerade am Überlegen. Da vorne ist eine. Das ist die von eben. Da, bitteschön. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, doch, die hat jetzt funktioniert. Okay, wunderbar. Hier war doch noch eine zweite. Das ist Stitch, den wollte ich gerade schon füttern. Ursula könnte auch nochmal gefüttert werden. Achso, ah, Hallöchen. Katabakabuga. Hallo. Komm raus aus deinem Schildkrötenhaus, dann kannst du etwas fressen. So, sehr schön. Oh, was haben wir denn da? Eine Erinnerung mit Schafen. Das sieht mir so ein bisschen nach Bell aus oder so. Vielleicht Schön und das Biest. Ich bin mir nicht sicher. Dann die Blaubeeren sind im Wald der Tapferkeit. Also nicht die Blaubeeren, sondern... Obwohl die auch, streng genommen. Die Waschbären, wollte ich eigentlich sagen. Wo sind die denn jetzt schon wieder hin? Ach, da war gerade einer. Och, sag das doch. Es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Na, setz dich hin. Elsa lenkt mich jetzt nicht ab, bitte. Hallo Haus übrigens nebenbei. So. Na komm, noch einmal. Ja, perfekt. Ich hoffe, das war jetzt richtig mit den Blaubeeren. Herzchen. Herzchen ist immer gut. Sehr schön. Was haben wir da? Ein Motiv. Okay. So, haben wir hier noch einen Waschbären vielleicht? Ich würde gerne allerdings noch die Truhe vorher nehmen. Da ist Geld drin. Okay. Bewegt sich hier hinten noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Und annähern? Stand da gerade irgendwo annähern? Da ist noch ein Ei. Das nehmen wir natürlich mit. Aber es sieht... Nee, entfernen stand wahrscheinlich eben auch. Da habe ich mich verlesen. Aber es sieht nicht so aus, als ob heute ein Waschbär da ist. Na komm, einer muss doch hier unten noch sein. Hm. Oh, hier ist noch ein Ei. Tiere füttern. Ja, nichts leichter als das, wenn sich die Tiere dann auch mal sehen lassen würden. Ah, Moment. Ich wollte gerade sagen, das war nicht der, den wir eben gemacht haben. Der war doch so rötlich, ne? Ach ja, wie ich das hasse mit diesen... Stop-and-Go-Spielchen. Na? Jetzt sitzt er, aber... Ich wollte gerade sagen, aber ich kann noch nicht drücken. Jetzt hätte ich dem fast Seetang gegeben. Das war natürlich Blödsinn. Okay, noch eine Erinnerung mit ein bisschen Glück. Oh, von Rapunzel total verföhnt. Sehr schön. Okay, ja, ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier noch einen dritten finden werden. Nee, das ist der rote wieder. Den hatten wir schon.
Was habe ich denn sonst? Ach so, für die Raben könnte ich noch, genau. Die sind eigentlich ja am einfachsten. So, einmal darüber. So, komm mal her. Sieht schon irgendwie cool aus, wenn man so nach oben guckt. Ja. Nee, ich will nicht ernten, ich will annähern. Komm mal nach hier, bitte. Folg mir mal. Rabe? Hallo, folgt mir doch mal. Annähern, annähern, annähern. So geht's auch. So, ja, nehmen wir das mal. War das jetzt, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, war das ein 5 Sterne? Ah, ich hoffe, ich habe dem jetzt, ja doch, ich glaube, es war eine 5 Sterne. Sehr schön. Okay, dann müssen wir aber trotzdem noch warten wegen der Karotten, so wie es aussieht. Müssen die eventuell nochmal gegossen werden? Nee. Aber es dauert eine ganze Weile, bis die fertig sind. Ja, schade. Dann würde ich sagen, dass ich hier einen kleinen Cut mache und sobald die dann fertig sind, schalte ich euch dann gleich wieder hinzu. Bis gleich. Ja, und endlich ist es soweit. Wir können mit Nala sprechen. Also es war tatsächlich so, dass wir einfach nur auf die Möhren warten mussten. Jetzt ist die große Frage. Ah, da ist sie ja. Dann potten wir mal eben darüber. Und schauen mal, wo sie sich genau versteckt hat. Irgendwo hierhin zeigt das. Ach so, sie ist bestimmt in dem Felsen drin. Nehme ich mal an. Ja, perfekt. Warum versteckst du dich hier im Eingang, Nala? Oh, hallo Gameplayerin. Kann ich dir behilflich sein? Ich wollte dir nur sagen, dass es Simba sehr leid tut, was passiert ist. Wir haben uns im Dorf noch nach etwas zu fressen umgesehen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich habe mir Sorgen gemacht, als er das einfach so vergessen hat. Er versucht sein Bestes. Ich weiß, dass er das tut. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, ein Anführer zu sein. Es gibt so viel, woran Simba denken muss. Ich bin froh, dass du ihm helfen konntest. Und ich hoffe, wir können herausfinden, welche Rolle er im Tal gespielt hat. Danke, Gameplayerin. Für alles. Danke. Gerne. Und wieder zu Simba zurück. Der ist jetzt nicht hier. Nee. Ich wollte gerade sagen. Könnte ja sein, dass er jetzt zufällig... Er steht direkt hinter mir. Er schreckt mich doch nicht so. Schön, dass du da bist. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Ich beginne, mich an einiges zu erinnern. Ich glaube, wir sind auf den richtigen Weg. Vor dem Vergessen gab es hier im Tal etwas, über das ich wachte. Nala hat recht. Irgendetwas fehlt hier. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern. Ich brauche wohl noch etwas Zeit, bis es mir wieder einfällt. Danke nochmal, Gameplayerin. Ich sage dir Bescheid, wenn meine Erinnerung zurückkehrt. Das ist großartig. Ja, und damit haben wir dann auch diese Quest beendet. Wir müssen beide noch ein bisschen leveln, deswegen würde ich mal sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen dann hoffentlich entweder Nala oder Simba. Ich wollte schon den König der Löwen sagen, ich bin ja schon total durcheinander. Wobei das ja das Gleiche wäre. Ich hoffe, dass wir dann einen von den beiden direkt im nächsten Video wiedersehen. Wenn nicht, habe ich zur Not noch die anderen Quests, die ich dazwischen schieben kann. Aber ich tue mein Bestes, dass ich die beiden bis dahin gelevelt bekomme. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.